BVB Total im Doppelpass mit der Telekom. Morgen. Und ein bisschen schärfer spielen. Jawohl. Vier mal rechts, vier mal links. Dann wechseln wir die Gruppe. Drei Kontakte, Männer, aber schnell. Jawohl. Und zurück. Ich habe nicht gefühlt, wie der Becher runtergefallen ist. Oder? Nein, ich suche kurz Elektrolyte. Gut, Mario! Immer flach, Jungs, immer flach. Spiel flach. Links, gut, links, bleib dazwischen, Mario. Links, bleib dazwischen. Links, links, immer noch gut spielen. Und hab Geduld, hab Geduld! Zwei Kontakte oder direkt. Der darf nicht hoch, der darf nicht hoch. Bleib zusammen. Schnell, schnell, schnell. Pass dich da nicht hin. Immer links. Und wenn er schneller spielt, links. Kommt er um die Lücke. Ja, heute war viel Ballbesitzspiel. Spieleröffnung natürlich immer ein Thema bei uns. Da fängt es ja an. Den Torwart mit einbauen, viel Geduld haben, den Gegner laufen lassen. Viele Seitenwechsel, um den Gegner müde zu machen. Natürlich für die andere Mannschaft dann auf Balleroberung gehen und schnell kontern, versuchen zum Abschluss zu kommen, das Tor zu machen. Ja, es sind viele verschiedene Dinge, die wir trainieren. Natürlich werden dann die Mannschaften geswitcht und jeder hat dann die andere Aufgabe. Aber sie bleiben nicht breit, sie kommen innen. Okay? André. So. Er bekommt den Ball. Nimm ihm, zack. Spiel langsam. Top. Sie sind unter Druck. Er ist in 1 gegen 1. Und sie kommen in den Lauf nicht zu früh. Er zeigt uns viele Varianten, wie wir spielen können, was wir alles können müssen. Er setzt jetzt nicht nur auf Ballbesitzspiel. Und natürlich zeigt er uns auch, wie man kontert, was wir für Möglichkeiten haben, für Varianten, die wir spielen können. Beim Spielaufbau ganz wichtig. Das will er uns unbedingt beibringen, dass wir sauber rausspielen, dass wir es clever machen, dass wir den Gegner müde machen, viel laufen lassen und uns natürlich selbst gut in den Räumen bewegen, die Schnittstellen anspielen und uns natürlich was zutrauen. Also nicht, dass wir die ganze Zeit hinten rumspielen für nichts, sondern dass wir auch ins Risiko gehen. Das gehört dazu, Fehler passieren, aber er sagt, wir sollen es versuchen
und wir lernen es. Und ich denke, wir setzen uns bis jetzt ganz ordentlich um. Machen für einen. Jungs, nachher Sie machen. Sie entscheiden noch den Tag. Das geht auch. Mal spielen und weg. Ah, spielen und weg. Mal. Aber dann muss jemand anders kommen. Ja. Spielen gehen. Spielen gehen. Yeah, you go out, bro. Jake, you go out. Jake, you go out. Ready, go. Du die rechts. Komm schon, du die rechts. Du Arme. Du. Ja, natürlich, neuer Trainer, sind die Karten neu gemischt. Jeder will natürlich in die erste Elf rücken. Da kann ich natürlich jeder nochmal von vorne zeigen, egal was die letzten Jahre passiert ist. Von daher haut sich jeder voll rein, will dem Trainer zeigen, hey, ich bin da. Und das sieht man, glaube ich, auch. Es ist eine gesunde Härte im Training. Es macht aber eine Menge Spaß. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und so können wir ganz gut weiterarbeiten. Raus! Raus! Ja! 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 Ja